Ja, ich denke, wir schließen mit dem Diskussionsteil an, der jetzt wirklich länger geht. Also es ist nicht nur zu deinem Vortrag, da sind die Themen drin, sondern dass die Diskussion allgemein ist über die Wirkmechanismen, was haben wir da für Vorstellungen, Gemeinsamkeiten, Ideen. Ja. Ja? Ich muss wieder an Intersubjektivität denken. Es ist mir nur so gekommen, und wo du eben gesagt hast, dass das Universum sich irgendwie über den Menschen ins Bewusstsein kommt oder dass das irgendwie Gott ist, dass es da vielleicht intersubjektive Gemeinsamkeiten gibt. Ja. Intersubjektive Inhalte auch, ja. Ne? Wahrheiten, die sich über die Intersubjektivität und den Diskurs herauskommen. Aber das Erleben ist bei jedem vielleicht unterschiedlich, weil man kann nicht drüber sprechen, aber trotzdem ist eben bei der Kommunikation Konsens. In der Philosophie ist ja die intersubjektive Idee, die funktioniert ohne Gott. Also ohne einen Weltgeist und ohne eine Weltseele. Da ist dann vielleicht noch ein Unterschied. Aber wie kommt dann diese Intersubjektivität zustande? Ja, man könnte ja vielleicht auch was, spirituelles oder wie auch immer, einfließen lassen. Ja. Und wahrnehmen. Aber dieser Gedanke zum Beispiel ist auch bei den Anthroposophen. Ne? Die sagen, das Michaelische oder jetzt ein Michael sei ein Synonym für die kosmische Intelligenz. Ne? So nur ein Name. Und diese kosmische Intelligenz zeigt sich im Menschen, wobei der Mensch dann Träger dieser Intelligenz wird und sie zu ihrer Höchstform entwickelt. Es geht also im Grunde um die Vergeistigung der Welt über den Menschen. Auch wenn der Mensch die Landwirtschaft ergreift, die Architektur oder andere Gebiete, geht es um die Vergeistigung der Welt. Das gilt auch, würde auch bis hineinreichen in die Naturwissenschaft, indem der Mensch selbst Planeten oder den Himmel begreift in ihrer Vielgestalt, in seiner Vielgestaltigkeit und ins Bewusstsein hebt, welche Gesetze, welche Möglichkeiten, welche Erfahrungen machbar sind, vergeistigt er den Kosmos. Damit ging es um die Vergeistigung der Welt. Und dann der Schritt wäre auch geblieben, wenn ich sage, ja, Körper habe ich doch auch. Da wiederum kann man ja glauben, dass die Abläufe im Körper, also wie es möglich ist, dass es überhaupt einen Stoffwechsel gibt und dass mein Wille eine Hand bewegen kann. Denn ich bringe ja nicht ein Eiweißmolekül oder Zucker in den Muskel. Ich will ja nur eine Tasse anfassen. Es funktioniert. Darin ist wiederum höchste kosmische Intelligenz enthalten. Also ist es nicht intelligenzlos. Aber es ist die Frage, muss ich von vornherein einen Gott postulieren, der bereits die Wahrheit hat? Oder wird die Wahrheit geschaffen durch das, was entsteht? Ja. Was ist Gott, muss man auch fragen. Nicht? Ja. Viele Leute leugnen die Existenz Gottes, ohne sich zu überlegen, was ist Gott? Eigentlich müsste man sich da erst einmal den Begriff definieren, bevor man irgendwelche Aussagen darüber macht. Ja, es ist ja auch der Atheismus was anderes als der Nihilismus. Beim Atheismus glaube ich nicht an einen Gott oder an göttliche Wesen. Aber man glaubt was. Ne? Beim Atheismus kann ich etwas glauben. Ja, die Mystiker glauben auch nichts, die erleben was. Ja, die erleben was, genau, die erleben was. Nur beim Nihilismus offenbar, der geht im Grunde zu weit, weil er ja fast sagt... Im Grunde ist der Nihilismus ein Gedankengebäude. Ich glaube, man kann jederzeit sagen, ich glaube an gar nichts. Trotzdem kann kaum jemand wirklich daran leben. Genau, das wollte ich ja auch sagen. Ja. Ja. Wo ich handle, muss ich ja entscheiden. Und trotzdem kann man die Überzeugung in bestimmten Inseln seiner Gegenwart irgendwas haben, wo man darüber spricht, aber das ist eine Meta-Ebene. Ich glaube, wenn es dann eine Situation betrifft, ist man wieder zurückgeworfen auf irgendeinen Glauben oder wie auch immer. Ich kann in Zweifeln denken, aber in der Handlung selbst muss ich handeln, entscheiden. Ja. Ich kann nicht beides gleichzeitig tun. Ne? Also insofern, nur im Mentalen ist ja dieser Zweifel, oder im Denkhandeln ist der Zweifel möglich und gleichzeitig mehrere Gedanken. In der Handlungsebene natürlich geht das nicht. Muss ich irgendwas machen. Ich kann nicht gleichzeitig trinken und nicht trinken. Nur der Papier.
Also dieses Wort Fiktion ist vielschichtig und deswegen auch so leicht negativ zu verstehen. Aber wenn man sagt, so was auch die Wissenschaft einfach von Naturwissenschaft von sich sagt, sie beschreiben nicht die Natur, sondern ein Modell der Natur. Und das ist dann falsifizierbar, nicht? Richtig. Das heißt, ein Modell ist so lange gut, solange es nützlich ist. Ja? Das klingt schon wesentlich pragmatischer als das ist eine Fiktion. Und wo wir an der Grenzlinie sind, dass wir sagen, was ist denn unser Modell der Wirklichkeit? Und funktioniert die? Und da ist natürlich eine Gefahr, gerade bei den Astrologen, dass es eben sehr konkrete Himmelskörper sind, die wir haben. Wir haben nicht im Grunde Elemente der Seele, sondern wir haben Himmelskörper. Und das produziert so eine Art von naturwissenschaftlicher Pseudo- oder naturwissenschaftlichen Anstrich, den wir aber dann wiederum nicht halten können. Und die Frage ist, ob wir uns wirklich dann nicht mehr auf die Modellhaftigkeit auf der Astrologie zurückziehen. Ja, nur, das ist ja, dieses Modelldenken ist ja nicht dasselbe Fiktion. Gerade auch wegen der Falsifizierbarkeit. Das heißt, wenn ich ein Modell entwerfe, gehe ich trotzdem davon aus, dass dieses Modell eine Wirklichkeit abbildet. Ja. Mehr oder weniger gut. Aber es geht trotzdem davon aus, dass es eine Wirklichkeit gibt, die ich durch meine Betrachtung aus meiner Betrachtung heraus und aus meiner Beobachtung heraus eine bestimmte Schlüsse ziehe, bestimmte Gesetzmäßigkeiten erkenne. Mhm. Und dass es eine Wirklichkeit gibt, die durch diese Theorie, diese Gesetzmäßigkeit, die ich erkenne, sozusagen sich dem annähert oder das irgendwie widerspiegelt. Mhm. Und das verneint natürlich nicht, und das ist natürlich ganz wichtig, dass es eine Subjektivität gibt. Ja, in meiner Subjektivität, in meiner Begrenztheit habe ich natürlich eine Art Filter und kann, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich durch meine Denktätigkeit und durch meine Handlungsfähigkeit trotzdem etwas erfasse von einem Substrat, was wirklich ist. Und in der Astrologie denke ich, klar, es ist natürlich auch unsere Arbeit, auch die Astrologie an sich, nicht zu, ich glaube, also die Astrologie an sich, das Phänomen zu beobachten, um dann zu Erkenntnissen zu gelangen über die Natur der Astrologie. Also nicht nur dieses Forschen nach dem, gibt es denn einen Effekt oder nicht. Ich glaube, das ist mir, für mich fehlt oft die Arbeit davor, überhaupt mehr Gedanken zu machen, fundiertere Gedanken zu machen. Was ist das eigentlich für ein Phänomen, mit dem ich da zu tun habe? Alleine schon die Tatsache, dass wir es eben mit Bedeutungen zu tun haben, zum Beispiel, das ist ja nochmal, ne, dann gehe ich ganz anders an die Sache ran, als wenn ich von Einflüssen oder von physikalischen Einflüssen spreche. Oder sie sind möglicherweise dann auch. Kann ich sie nicht mal als physikalische Einflüsse aus physikalischen Einflüssen erklären und so weiter. Also wir müssen ja einen Diskurs darüber führen, was das eigentlich für ein, was wir eigentlich da tun, was die Astrologie für uns und die Erfahrung, die wir da machen mit der Astrologie, was das eigentlich für ein Phänomen ist. Das ist zum Beispiel ein geistiges Phänomen, ist ein Bewusstseinsphänomen, ist nicht etwas, was wir zum Beispiel physikalisch wissen können und so weiter und so fort. Ja, genau. Ich wollte noch was zu dem Modell sagen. Und das ist ja so, dass oft Modelle reduziert sein sollen und möglichst einfach irgendetwas zu erklären. Aber trotzdem hängt das immer davon ab, was wir wissen wollen und wonach jeder Einzelne fragt. Das heißt, wenn wir sozusagen auf der Suche sind nach der Wahrheit oder nach der individuellen Wahrheit, ist immer die Frage, glauben wir an dieses Modell, auch wenn es nützlich ist? Und wir können fragen, okay, ich benutze das Modell, es funktioniert hervorragend, vielleicht ist es auch wirklich das, ne? So im Grunde von den Abläufen, was drinsteckt, aber vielleicht ist es auch viel komplexer oder vielleicht ist es auch etwas anderes, was sozusagen dahinter steht, obwohl ich das Modell benutze, obwohl es funktioniert. Wollte ich nur mal einschieben. Du hast ein Beispiel mal gebracht, das mechanistische Modell und dann nachher Einstein. Beides existiert parallel. Ja, okay, gut, aber das widerspricht sich auch wiederum. Ja, aber
Das meinte ich gestern. Man muss wissen, mit welchen Mitteln ich welche Frage beantworte. Ja. Das meinte ich gestern. Und hier gibt es schon den einen oder anderen, oder wir alle vielleicht, fragen, ja, wie ist es denn wirklich, obwohl ich Ja, ich würde mal die beratenden Astrologen hier im Kreis fragen, wenn sie in einer Beratung mit einem Klienten sind, fragen Klienten überhaupt danach, wie Astrologie funktioniert, oder ist denen das egal? Meistens fragen sie nie. Es gibt bei mir schon. Aber es ist nicht die Haupt. Es ist nicht die Regel. Aber es ist erstaunlich, wie viel man glaubt. Genau, aber sie drücken es so aus, wie kann das so sein? Ja. So. Und dann wollen sie natürlich einen Hintergrund haben. Und ich versuche das in die Beratung, wenn die Leute so fragen, dann habe ich da so einen kleinen Teil, wo ich diesen Ansatz mache und versuche, was zu erklären. Ja, ich glaube, dass die astrologische Beratung oder immer was immer so ein Konstruktionselement in sich trägt, weil wir ja interpretieren. Und Interpretation ist immer Konstruktion. Ja, und ist immer nahe der Halluzination sozusagen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, auf diesen Unterschied hinzuweisen, was Sebastian heute gesagt hat, zwischen Unendlichkeit und Begrenztheit sozusagen. Also wir haben die Möglichkeit, ein bestimmtes Planetenprinzip auf unendlich viele Möglichkeiten zu interpretieren, und es ist aber trotzdem nicht beliebig. Das heißt, wir müssen uns innerhalb bestimmter Grenzen bewegen. Und ob wir sozusagen am richtigen Weg sind, erkennen wir, glaube ich, an der Resonanz. Und das ist ein Wort, was mir jetzt ein bisschen abgegangen ist. Nicht? Also die Resonanz, die entsteht, nicht? Das sind diese glücklichen Momente, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Menschen erreicht, yeah, und man hat irgendwie einen ganz tiefen Punkt sozusagen erreicht, oder die Seele hat plötzlich, der Glanz der Seele ist spürbar geworden. Nicht? Und das sind für mich schon Augenblicke, wo die Wahrheit, was immer das auch ist, herüberschimmert. Ja? Und für mich ist diese Resonanz sozusagen, wie soll ich sagen, der Bote der Wahrheit. Ja. Aber trotzdem, es ist trotzdem immer ein konstruktivistisches Element dabei. Interpretation, wir können nur so denken, wie wir denken. Und wie wir denken, hängt von unserer Sozialisation, von unseren Erfahrungen, von unserem Alter, von was weiß ich was ab. Wir denken alle verschieden sozusagen. Und wenn wir heute jemanden fragen, wie siehst du jetzt, ich weiß nicht, diesen Jupiter im Löwen im 10. Haus, dann kriegen wir natürlich 25 verschiedene Antworten, das ist ganz klar. Das heißt aber nicht, dass diese 25 verschiedenen Antworten falsch sein müssen. Das ist die Frage, ob das so klar ist. Ja. Ich meine, es ist ja ein Regelwerk, was wir haben. Ja. Das Regelwerk mag ja seine Mehrdeutigkeiten haben, aber es ist ja trotzdem ein Regelwerk. Ja. Und wenn wir ein Regelwerk anwenden, dann müssen wir auch sozusagen zu Aussagen kommen, ja, die sich verifizieren lassen. Also oder gemeinverbindlich dann irgendwie, genau, sind, sodass man sich zu verstehen glaubt. Wenn es tatsächlich so wäre, dass eine Konstellation völlig beliebig gedeutet werden kann, dann kann ich die ganze Sache wieder vergessen. Das kann ja nicht. Ja, kann ja nicht sein. Also ja. Also wenn hinter der Astrologie eine Wahrheit ist, dann muss sozusagen es auch eine dann muss das auch formulierbar sein. Ja. Ja. In einer allgemein verbindlichen Form formulierbar sein, sodass alle sozusagen das auch sich darin auch erkennen können. Und sagen können, ja, das ist Jupiter in Löwen im 10. Haus und das ist nicht Jupiter in Löwen im 10. Haus, tut mir leid, das hat damit nichts zu tun. Ja, also diese Unterscheidbarkeit muss ja möglich sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der Astrologie tendieren wir sehr, im Westen, sehr dazu, das zu vermischen. Ja,
Und dann durch diese Gedanken der Subjektivität, was ja alles richtig ist, natürlich gibt es die Subjektivität, und natürlich gibt es die Konstruktion, die wir machen und so weiter. Aber da ist eine Tendenz, dieses, was wir vorher gesagt haben, ja, für mich funktioniert das, und dann entbehren wir irgendwann jeder Grundlage. Ja, ja. Na, das ist aber genau das, nicht das Regelwerk grenzt uns ein, und innerhalb dieses Regelwerks müssen wir uns bewegen. Und trotzdem gibt es aber innerhalb dieses Regelwerks unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt, es ist nicht beliebig. Und Unendlichkeit heißt nicht Beliebigkeit. Und das ist irgendwie der Punkt. Ja? Und das heißt, was immer wir sagen, wir müssten imstande sein, das aus dem Regelwerk überzeugend abzuleiten. Ich sage ja manchmal, es ist wie eine regelgeleitete Intuition. Zum Beispiel. Also nicht eine beliebige Intuition, regelgeleitet. Aber ich habe mal eine Frage, vielleicht weiß irgendjemand eine Antwort dazu oder hat eine philosophische Idee dazu, folgender Frage: Wie kommt es eigentlich, dass Menschen zu der passenden Minute auf die Welt kommen? Also wie kommt es eigentlich, dass das Geburtshoroskop was anzeigt und sich irgendwie hält, das ganze Leben lang? Hat jemand eine Idee, wie das zustande kommt? Ist das nicht schon ein bisschen Huhn-Ei-Thema? Nee, das finde ich wichtig. Ich habe eine Idee dazu, weil ich weiß nicht, ob das dann beantwortet. Also folgender Gedankengang. Im Gehirn haben wir eine ganze Menge von Zellen, die interagieren, und daraus entsteht Bewusstsein. Ich sage nicht, dass das Bewusstsein daraus entsteht, aus dem Molekül oder aus dem Juni, aber trotzdem ist da gleichzeitig ein Zusammenwirken sozusagen eines sehr komplexen Systems, das sozusagen Intelligenz hervorbringt. Oder aus dem Intelligenz emergiert, vielleicht besser so gesagt. Ja. Wenn ich aber jetzt als Individuum auch mich vergleiche mit einer Zelle, dann sind viele Individuen zusammen auch eine Art von diesem Gesamtzusammenhang, aus dem Intelligenz emergiert. Und so kann ich mir erklären, dass sozusagen der Einzelne, eingebettet in diesem Ganzen sozusagen, teilnimmt, ja, und erfährt eine Intelligenz, die zusammen emergiert. Also es kommt etwas zur Ausstülpung gewissermaßen in die Physis hinein, ja, in der bereits die Qualität der Zeit drin ist. Also wie erklärst du aber dann, 98% aller Geburten sind eingeleitet. Deswegen frage ich Also, die Intelligenz. Wie? Eingeleitet, für eine Intelligenz. Ja, das ist ja auch Intelligenz. Ja, ja. Oder die Intelligenz macht sich das zunutze, das Einleiten. Es liegt nichts außerhalb der kosmischen Intelligenz. Nee. Ja, stimmt. Pupille denken. Ja. Das heißt, es hat dann die Intelligenz, nicht, also bis zum Zweiten Weltkrieg waren die meisten Geburten zwischen Mitternacht und zwischen Sonnenaufgang. Und ihr meint, das war dann eine Folge der kosmischen Intelligenz, dass man kollektiv die Sonne vom ersten Quadranten in den vierten Quadranten verschoben hat, in die Dienstzeiten der Ärzte. Ja, durch uns, weil sich in Wahrheit durch uns ergibt, sag ich mal. Wir sind der Träger dieser kosmischen Intelligenz, und was wir daraus machen, dann schaffen wir unsere Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob uns die... Ich weiß ja nicht, ob es so ist. Vielleicht tragen nicht wir die kosmische Intelligenz, sondern sie uns. Aber Peter, was ist deine positive Aussage daraus? Ich hätte auch eine Idee dazu, wo mich das auch schon sehr viel beschäftigt hat, warum das so passt oder so passen sollte oder könnte. Und wenn man jetzt mal Kindergeburten oder so Geburten betrachtet, viele Kinder machen, was sie wollen. Man kann das planen, man kann das ausrechnen, und am Ende passiert es doch ganz anders. Und ich denke, dass die Geburt eines Menschen passen muss als Resonanz oder als Synchronizität zu dieser Zeitqualität, sonst würde es nicht passieren. In dieser Familie, in die Finanzen. Das heißt, die Alternativkonstellation gewissermaßen. Das Kind kommt dann oder auch dann oder auch dann.
Das kann das sein. Also ich habe das nur beobachtet. Also ganz okay. Aber man kann ja so sagen, ich möchte jetzt nicht gerade, dass der Aszendent im Steinbock ist oder der Mond im Steinbock. Das beeinflusst dann, aber dafür ist da Saturn und MC oder was? Ja, aber die Sonne. Ja, aber die Kraftaufwand für den AC ist anders. Also, das kann mal diese Wechselwirkung zwischen dem ganzen Gedings, was da bei der Geburt passiert. Ist ja auch interessant, dass vor Geburten häufig irgendwas chaotisiert. Also, das habe ich bei vielen Gespräche geführt darüber, wie war denn das mit bei der Geburt. Häufig sind kurz vor der Geburt chaotische Zustände. Ne? Und aus dem Chaos kann ja wiederum dann Ordnung entstehen. Aber Chaos schafft ja auch Freiheit. Ne? Kann nicht alles so berechnet werden, weil gerade der nicht da ist und weil aus Versehen das vergessen wurde oder so. Also imponderabilien, sage ich mal. Ja? Aber da schafft sich jetzt wieder die Möglichkeit, ne? Dass da kosmische Intelligenz wirksam ist. Da gibt es ja noch den schönen Spruch, der Mensch denkt, in Gott lenkt. Also manche Kinder sagen einem, nein, sie machen es ganz anders. Weil es für sich entsprechender ist, denke ich so. Weil es kommt anders, ne? Es kommt anders. Kann es vielleicht auch sein, dass der Anstieg der Kaiserschnitte und so weiter auch geschuldet ist unserer sogenannten Wassermann-Gesellschaft, sage ich mal, wo viel Technik ist, wo viele Möglichkeiten sind. Und dass der Mensch, der dann durch Kaiserschnitt geboren wird, kollektiv vielleicht schon eine Prägung hat in diese Zeit, so eine Anpassungsmechanik, könnte ja auch sein. Und jemand, der das nicht hat, der wird dann eben nicht per Kaiserschnitt geboren, der kommt dann, wann er es will. Ja. Das ist immer die Frage an deine Klienten, ob das eine natürliche Geburt, eine eingeleitete Geburt, eine Kaiserschnitt Geburt. Genau, ich frage meine Klienten. Interessiert mich, ja. Ja? Ja. Und was ist das bei dem Gefragten, der Kaiserschnitt ist, irgendwas aus? Oder ja. Die Frage, ich sag schon mal manchmal ganz böse, bei Kaiserschnitt gehen ganz faule geworden, faule Aber es ist schon böse. Okay, danke für die Antwort. Also, was wolltest du mir antworten? Ich wollte noch sagen zu dir, ich finde es ja interessant, dass diese Kaiserschnittgeburten oder eingeleiteten Geburten eigentlich von daher kommen, dass die Eltern oder auch die Ärzte selber bestimmen wollen. Ja, genau. Und die Kinder haben keine Bestimmungsmöglichkeit. Genau. Was wird da für eine Generation hergezeugt, die schon bei der Geburt nicht selber bestimmen kann? Also die ältere Generation kann bestimmen, die Kinder können nicht bestimmen. Das meine ich, diese kollektiven Anpassungsmechanismen. Da kommt die ADHS-Generation raus, ne? Bei mir war die Situation so, dass meine Frau die Kinder immer mindestens 3 Wochen überträgt. Und die Geburten wurden immer eingeleitet. Und beim dritten Sohn war es so, da war eine Woche übertragen und die Ärzte haben gesagt, wir leiten jetzt ein. Und da war genau, ziemlich genau ein Pluto-Sonne-Quadrat. Er hat die Sonne im Löwen. Und ich habe gesagt, das ist, also ich würde lieber noch warten. Und ich habe dann wirklich mit dem Arzt wollte wissen, warum. Und ich habe ihm das erzählt. Ich habe gesagt, das ist so ein exaktes Pluto-Sonne-Quadrat. Also wenn es da die Möglichkeit gibt, Natur noch ein bisschen Zeit zu lassen, das wäre ja eingeleitet worden, dann wäre ich froh. Du hast nachvollzogen und okay, dann haben wir 2 Wochen später hat er dann die Geburt eingeladen. Ja, das ist aber ziemlich problematisch, nicht? Also wir hatten in Wien einen Arzt, der das immer so gemacht hat und da gibt es ein berühmtes Interview, da sitzt er mit seinem in der Zwischenzeit groß gewordenen Kind da und erzählt eben, ach ja, er hat die Mutter damals gefragt, wollen wir nicht noch warten, bis der Jupiter am Aszendenten ist. Und sie war natürlich, hat gesagt, ja Herr Doktor, natürlich, wenn Sie meinen. Und dann zeigt er auf diese Frau und sagt, und ist sie nicht ein prächtiger Mensch geworden? Ja. Und sie sitzt da und sagt, na ja, Herr Doktor, jetzt ist mir das dritte Kind gestorben. Nicht? Was ist denn das? Das ist doch Astrofaschismus, ich bitte. Aber wenn es so gegangen wäre,
dann wäre doch ein Beethoven nie auf die Welt gekommen, dann wäre ein Schubert nie auf die Welt gekommen. Mhm. Welcher Künstler sozusagen hat denn ein Horoskop, wie wir uns ein gutes Horoskop in unserer Kleinbürgerlichkeit vorstellen? Was bilden wir uns denn eigentlich ein? Wir entscheiden, was ein brauchbares Leben ist. Das ist Eugenik, ich bitte Sie. Nein, nein, also in diesem Fall war es ja nicht so, dass das Kind dann gekommen wäre. Ja. Also, das wäre ja gar nicht. Nein, aber du hast eine Vorstellung, was ein schönes Leben ist. Oder nee, wie ein schönes Leben in Horoskop. Also, wenn das Kind natürlich, das nicht. Wenn das Kind natürlich dann auf die Welt gekommen wäre, wäre das völlig in Ordnung gewesen. Sondern es war ein medizinischer Eingriff, in dem man eine Zeit festgelegt hat. Und, ja, das ist ein Unterschied, oder? Ja. Du hast ja eine Wertung getroffen. Nein, ich habe nicht die Geburt rausgezögert. Die wäre von Natur her ohnehin später gewesen. Aber durch sein Bewusstsein ist der Impuls gekommen. Ja. Das ist ja philanthropisch ohne Grund. Ich habe eine Frage zu dem Babylonischen. Und zwar, sehe ich das richtig, dass es über Jahrtausende funktioniert hat mit dem Marduk und der Signatur auf der Brust und der Idee der Führungsintelligenz durch Sterne? Man weiß nicht genau, wann diese Idee wirklich aufgekommen ist, irgendwann im zweiten Jahrtausend vor Christus. Okay. Ja. Und gibt es in dem Kontext, der über mein Wissen wahrscheinlich hinausgeht, einen Auslöser für den Zusammenbruch dieses Systems? Also woran ist es zugrunde gegangen oder ausgelaufen? Am Hellenismus, an der hellenistischen Geburtsastrologie. Also man muss auch noch dazu sagen, dieses alte babylonische Omen Astrologie, die hat noch weitergelebt bis mindestens 1. Jahrhundert vor Christus. Man hat also Keilschrifttafeln aus dieser Enuma Anu Enlil Omen Serie noch im 1. Jahrhundert. Und es gibt sogar griechische Texte, die ein bisschen ähnlich funktionieren. Es hat schon noch weiter gelebt, ja, aber es wurde, wie? In der indischen Astrologie. In der indischen auch, ja. Missverständnis, meine Frage bezog sich darauf, dass ja nach meinem Wissen, wie gesagt, die Sterne dazu benutzt wurden, zu wissen, wann man welche Nachbarn überfällt, um sein Reich aufrechtzuerhalten. Also für mich, in meinem Verständnis, ist diese Form der Astrologie eine Herrschaftsinformation mit einer Gewaltherrschaft, unter anderem eben halt auch durch den Überfall Jerusalems, die Zerstörung des Tempels des Salomon, kam es ja überhaupt zur Diaspora, dadurch kam es überhaupt in dieser 250-jährigen Gefangenschaft, von der man ja vorher nicht wusste, wie lange sie dauern würde, zu der Entwicklung von verschiedenen Dingen, die was mit Religionsphilosophie und Religionsgeschichte auch zu tun haben. Also unter dem Aspekt, dass diese Form der astrologischen Umsetzung als Herrschaftsinstrument, Auslöser war ja Freis mit seinem Faschismus, dass man vielleicht... Also ist das jetzt 672 vor Christus oder ist es irgendwas, wo man sagen kann, aus dem und dem Grund oder in dem und dem nach gegenwärtigem assyriologischen Forschungsstand ist das in der und der Form in einer Verbindung? Also gibt es da irgendetwas, woran man sich orientieren könnte? Du scheinst etwas... Nicht jetzt direkt eine Antwort darauf, ich würde noch was anmerken, aber nicht eine Antwort darauf. Ja, also ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage ganz verstehe. Mit der Eroberung Babylons durch die Perser ist natürlich diese auf das Königshaus orientierte Omendeutung obsolet geworden, in gewissem Sinn, ist aber von anderen Völkern doch trotzdem übernommen worden. Also auch die römischen Kaiser haben teilweise noch sich der Astrologie bedient. Und das geht ja bis heute weiter. Aber andersrum, die Perser, haben die Sterne besser gelesen oder haben die mit Sterneguckerei nichts zu tun? Die haben das übernommen, ja. Die haben das übernommen. Und es gibt auch die Theorie, dass die Griechen von den Persern praktisch den Großteil ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse von den Persern übernommen haben und plagiert haben, ohne das in dieser Weise zu erkennen zu geben. Es gibt da auch das Löwenhoroskop von Antiochus, ja, bei den Persern. Ne?
Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja nicht das Wesen der damaligen Astrologie. Das ist sozusagen ein Gebrauch bzw. Missbrauch von einem Wissen, kann man als Missbrauch und als Missbrauch würde ich das nicht bezeichnen. Das ist jetzt ein kulturelles Vorurteil, das wir vielleicht empfinden, aber für die war das ein heiliger Akt im Einklang mit den Göttern eben zu leben, dass man die Zeichen des Marduk an der himmlischen Keilschrifttafel gelesen hat und sich entsprechend verhalten hat. Ich habe angesprochen, dass da jemand, ein König zum Beispiel, anhand der Sterne eben entscheiden kann, ja, oder sich den Moment auswählt, ja, wenn er zum Beispiel eine erfolgreiche Eroberung macht. Also das ist ja eine Anwendung astrologischen Wissens, aber das ist ja nicht etwas, was in dieser alten Astrologie was sie ausmacht. Also ich meine, was sie ausmacht. Es gibt ja hunderttausende Quellen genau darüber. Es geht ja über Mull, Apin und die anderen Quellen, die Erwähnen weit hinaus. Die moderne astrologische Forschung hat hunderttausende von Beispielen, wo es zum Beispiel um die Anwendung von Gesundung und Krankheitsinformationen, wenn der Arzt nicht in der Lage war, das zu tun, wurde dieser Krank auf den Marktplatz gelegt und jeder Vorbeigehende war verpflichtet, seine Meinung zu sagen. Und irgendjemand hatte das Richtige, die richtigen Informationen. Und das sind Sachen, die dokumentiert sind, die durchaus unter den Signaturen von Planeten verstanden worden sind. Also es ist ja nicht nur die Einzigartigkeit dieser Königsreligion, die, wie gesagt, meine Frage ist ganz klar, es gibt ein Herrschaftssystem auf der Basis von Astrologie, die ausschließlich dem Herrscher und dem Land zugeordnet wird. Diese Periode von über 1000, 2000 Jahren, wie auch immer, geht verpannt, inklusive der Auflösung der Ursprache, unter der das Ganze in der Signatur ja stattgefunden hat, ohne dass es einen Anlass gibt, außer der Eroberung Babylons durch die Perser. Mit der anschließenden Zerstörung, der Zerstörung der Zikkurate und so weiter. Dann das Glück, Tontafeln gehen nicht kaputt, es wird alles zerstört, aber die bleiben unten drunter liegen. Und irgendwann seit 170 Jahren kümmern wir uns darum. Ja? Und das ist ja wohl faktisch so, dass wir uns seit relativ kurzer Zeit darum kümmern. Ja, da ist ja noch ganz viel von diesen Schätzen nicht gewogen. Ja. Professor Dr. Mao, Leibniz-Preisträger, der dafür eben nicht nur hoch ausgezeichnet worden ist, sondern sich durchaus auch in der Neuübersetzung des Gilgamesch, ob das ein Herr Schrott übersetzt oder andere Leute, interpretiert, von der heutigen Position aus, was könnte das denn gewesen sein im Weltbild des Ganzen? Und meine Frage an die assyriologische, babylonische Astrologie ist, wie konnte sie sich so lange an der Macht halten? Wie ging es? Die konnte sich nicht wirklich an der Macht halten. Okay, da gab ja immer wieder neue politische und militärische Bewegungen. Die Herrschaft ging über an andere Völker, die dann das System übernommen haben. Die haben es übernommen. Ja, genau. Aber das ist doch genau die Qualität, um die es geht. Die Übernahme eines astronomisch-astrologischen Systems der wahrhaftigen Beobachtung von Ereignissen, inklusive ein Halo um den Mond, bedeutet, am linken Horn des Stiers etwas anderes als am rechten Horn des Stiers. Das ist doch die fundamentale Information. Es wurde beobachtet, gesehen und agiert. Der König zieht sich zurück in schlechten Phasen für 100 Tage, wird ersetzt durch einen Bauern, er ist selbst der Bauer, führt die Geschäfte im Geheimen. Text von gestern. Ja. Dann ist doch die Frage, wenn das doch offensichtlich funktioniert hat, warum es nicht mehr funktioniert hat mit dem Ergebnis, dass wir heute im Dunkeln stochern, wenn wir die Teilkalt-Tafel jetzt nicht hätten, die Sprache nicht angefangen hätten zu interpretieren, wüssten wir gar nichts davon. Aber das stimmt ja nicht, weil... Was stimmt schon wieder nicht? Ich habe doch nur berichtet, was er mir gesagt hat. Ich meine nicht, dass es nicht von mir nicht mehr funktioniert, sondern dass es da irgendwie zu Ende ging. Das ist ja so nicht richtig. Es ist richtig. Die Auflösung innerhalb dieses gelebten Kontextes ist heute nicht mehr vorhanden. Und zwar nicht seit gestern, sondern seit über 2000 Jahren in dieser Form nicht mehr vorhanden. Es ist transferiert worden. Es ist transferiert worden in die sogenannte hellenistische Astrologie. Ja. Es ist transferiert worden, egal wohin. Aber die Umsetzung der ursprünglichen über einen kulturhistorischen, langen, historisch dokumentierten Zeitraum ist ausgestorben. Es ist vor Ort in dieser Qualität nicht mehr vorhanden. Die ist versickert in der hellenistischen Astrologie. Ach, man findet noch. Wieso? War es denn so böse damals, dass Nein, man dachte, man das kann spielt, nicht mehr... Das spielt natürlich auch die... Ist Individualismus gegangen? Wie vielen? Man war zu faul. Man war zu faul zu beobachten, man hat berechnet.
Man hat Horoskope berechnet, man hat individuelle Horoskope berechnet, das war womöglich auch lukrativer, das war sicher auch lukrativer. So sind so spontane Ideen von mir. Nachher kam das Christentum, da war eh fertig. Okay, die Frage wird hoffentlich nicht verstanden. Ja, die Frage ist, wenn ich auf einer Insel bin und das ganze Volk lebt normalerweise davon, dass sie Schiffe bauen und drumherum angeln, und dann gibt es keine Fische mehr. Und dann sagen sie, okay, es gibt keine Fische mehr, wir stecken mal die Geräte in den Boden, es gibt aber keinen Fisch aus dem Boden, also was machen wir? Irgendwas anderes. Sie fangen also an mit anderen Dingen. In dem Ursprungsgebiet der von uns, also urologisch-babylonischen Quelle, Wiege der Astrologie genannten Strukturen, scheint es zu einem Ereignis gekommen zu sein, was zu einem Versickern geführt hat. Es gibt, wenn ich heute mit Menschen aus diesem Kulturkreis spreche, ob das Syrer sind, ob das Libanesen sind, ob das Perser sind, es gibt niemanden, der von sich heraus sagt, ich bin in der Tradition von damit unterwegs. Ist die Frage jetzt klar? Also, meine Frage im Raum ist, hat irgendjemand eine Intuition, eine Vorstellung, etwas unabhängig von der Eroberung Babylons und Zerstörung Babylons, womit das zusammenhängen könnte? War es denn so dramatisch, dass man sozusagen nicht mal mehr durch die Tür dieses Tempels gehen durfte, obwohl er gar nicht mehr da war? Was könnte denn da passiert sein? Weil im Grunde genommen fehlen uns heute die, wie gesagt, kulturhistorisch bedeutenden Informationen und wir stochen im Nebel. Wir nehmen das als Brücke zu hellenistischer, zu indischer, zu dem und dem und dem, alles wunderbar. Aber warum ist der Stöpsel auf der Quelle und bis heute ist der Stöpsel nicht weg? Das ist meine Frage. Es ist doch so, dass das, was die babylonische Astrologie, die Astrologen gemacht haben, dass sich das weiterentwickelt hat. Das heißt, diese Elemente, von denen du sprichst, denke ich, sind teilweise in der Weiterentwicklung immer noch vorhanden. Ich denke zum Beispiel an den ganzen Bereich der Magie, ja, wo mit Talismanen oder mit Opfern oder sowas gearbeitet wird. Das ist ja, oder auch in der indischen Astrologie, wenn eine Puja gemacht wird, oder wenn, das sind ja alles Weiterentwicklungen von diesem selben Urgedanken, was schon in dieser babylonischen Astrologie enthalten war. Ich denke, das sind dann nicht auf einem völlig anderen. Das ist das eine. Wusch. Wusch. Ja. So seitlich wird vorbei. Du meinst, es ist mehr als nur da, als ich weiß gewesen. Ich möchte immer noch einen Gedanken einfragen. Ja, klar. Es war mehr als mundane. Es gibt doch einen Gedanken, genau, das gibt es mundane. Wir sprechen ja immer vom Hellenismus. Der Hellenismus hätte da eigentlich was Neues gebracht. Ich glaube, das ist schon vorher gewesen. Und ich denke, eine der Quellen ist eher die Upanishaden als der Hellenismus. Weil in den Upanishaden zum ersten Mal der Gedanke geäußert wird, dass das Individuum eine Verantwortlichkeit hat. Und dann steht dieser Karma-Gedanke. Das heißt, das Individuum hat eine Eigenverantwortlichkeit, aus der heraus er wiedergeboren wird. Und aus dieser Verantwortlichkeit heraus ein Schicksal sozusagen entsteht. Und dieser Gedanke, denke ich, das ist neu. Da entsteht ein neuer Impuls, der dann von der Astrologie aufgegriffen wird. Und so entsteht diese Geburtsastrologie. Ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Im Hellenismus haben wir das auch. Nur ich frage mich oft, woher kommen diese Gedanken, ob die wirklich vom Hellenismus kommen oder nicht von weiter im Osten. Woher kommen welche Gedanken? Der Gedanke des Karma, also was im Grunde bei Pythagoras schon da ist, bei den Orphikern auch da ist, aber im Urhellenismus oder beim Urgriechen so in der Form nicht geäußert wird, genauso wie in den Veden auch nicht. In den ursprünglichen Veden findet man den Karma-Gedanken ja noch gar nicht. Den findet man erst in den Upanishaden. Ja. Das heißt, da entsteht ein Impuls, der, denke ich, sehr breit war und der dann dazu führt, dass diese Astrologie sich auch verändert, weil sozusagen der astrologische Zusammenhang vielmehr auf das Individuum und auf das individuelle Schicksal zusammen bezogen wird, aus dieser Erkenntnis heraus, dass da eine Verantwortlichkeit und damit ein Karma entsteht. Ich stelle jetzt einfach mal fest, dass irgendwie anscheinend der Fokus der Astrologie von dem König als relevantes Wesen auf das Individuum als relevantes Wesen übergegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich vermute, dass eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, dass eben Ephemeridenrechnung entwickelt wurde und dass Astrologie sehr viel billiger wurde. Und für einfache Sterbliche erschwinglich wurde. Dieses will ich auch.
Also wenn der das da oben hat, dann ja. Will ich auch. Man hat ja dasselbe Phänomen in Ägypten. Ursprünglich wurden in erster Linie die Könige mit großartigen Gräbern und mit Einbalsamierung versehen. Und auch nur die bei den Königen hat man gedacht, dass sie unsterblich werden und mit dem Sonnengott über den Himmel ziehen. Und später hat dann aber jeder Sterbliche ein Totenbuch mitgekriegt, das ihn dieselbe Reise, die früher nur dem König vorbehalten war, nach dem Tod machen konnte. Also irgendwie eine Bewegung vom Kollektiv, das durch den König repräsentiert wurde, zum Individuum. Die scheint es da zu geben. Auch vielleicht im Zusammenhang mit der Entwicklung der griechischen Philosophie. Sphärischen Trigonometrie. Denn erst mit der Berechnung, mit den Kenntnissen der sphärischen Trigonometrie wurde es ja möglich, den sogenannten Horoskopos auszurechnen. Horoskopos heißt Stundenteil, also Aszendent. Ja. Und da kann man sehr schön sehen, wie 100 vor Christus da ungefähr die ersten Aufzeichnungen sind und Berechnungen sind. Und dazu braucht man im Grunde die arabische sphärische Trigonometrie. Ja, nur war die so kompliziert. Die war so kompliziert, dass gewisse Astrologen, zum Beispiel Vettius Valens, das gar nicht gemacht haben, sondern den Aszendent irgendwie aus der Mondstellung und komplizierten Regeln konstruiert haben. Aber es war halt nicht möglich, solche Dinge bei den vielen Individuen durchzuführen, hat man gar nicht gemacht. Die Astrologie ist kompliziert. Aber das war eine Sache der Herrschung. Ich würde sagen, über die Griechen kommt wirklich der Individualismus stärker rein. Ich denke, da kommt schon vorher rein. Ja, da möchte ich auch anschließen. Also ich denke, das Ganze spielt ja auch wiederum diese Bewusstseinsentwicklung oder Evolution des Bewusstseins der Menschheit wieder. Und es gibt ja sogar astrologische Elemente oder astronomisch-histologische, die wir dazu auch heranziehen können, um solche großen Entwicklungen nachzuverfolgen. Und das ist eben die Wanderung des Frühlingspunktes rückwärts gegenüber den siderischen Fixsternkonstellationen und die Bewegung des galaktischen Zentrums durch den Tierkreis. Das eine ist die Präzision. Wieso? Weil es eins zu eins mit Null zu tun hat. Also der Ritt jetzt um das galaktische Zentrum ist viel, viel besser. Das galaktische Zentrum nicht im Fixstern, nicht in Bezug zu den Fixsternen, sondern in Bezug auf den Tierkreis. Da nutzt man die zwei verschiedenen Ebenen. Ja. Nicht das galaktische Zentrum in Bezug auf den Fixstern. Da bleibt es ja stehen, oder? Im Moment ist es irgendwie angefangen, der Schuss. Die Bewegung ist halt viel zu lang. Eben, genau. Der Moment ist auf 27 Grad Schütze. Nee, das ist im Tierkreis. Ja, so. Das ist in Bezug auf die Sonnenbahn. Da ist es jetzt bei 27 Grad. Aber am Fixsternhimmel ist es, glaube ich, ganz am Anfang von Schützen oder am Ende von Großordnung. Und diese Bewegung kann man im Grunde nicht nutzen für unsere Entwicklung, weil das sind ja Zeiträume, die kann man ja überhaupt nicht mehr. Aber eben diese beiden Elemente, wenn man die kombiniert, ergibt es eine sehr, meiner Meinung nach, stimmige Zeit, also in Zeitentwicklungen auf, die genau damit zu tun haben, ne? wo das anfängt. Und du sprichst die Tierkreiszeitalter an. Beides, die Kombination von beiden zusammen. Ja, das eine ist eben dieser Frühlingspunkt, wie er wandert durch eben Widder, durch Fische. Das ist eben, hat mit dieser, möglicherweise kann das diese Entwicklung aufzeigen zum Individualismus. Ja, dass immer das Bewusstsein sich individuieren kann, ja, oder der Mensch eine individuelle Entwicklung nehmen kann. Und eben jetzt wieder mit diesem Übergang langsam in den Wassermann, wo wieder das Kollektiv aber eben auf einer ganz anderen Ebene, als es in den Anfangskulturen gewesen ist, wo eben nur der König ein Individuum war und der Rest war die Masse, oder der Clan oder solche Dinge. Aber eben wenn man es kombiniert mit der Wanderung vom galaktischen Zentrum durch den Tierkreis, ergeben sich nochmal genauere
Das eine beginnt aber das andere. Das sind zwei Bewegungen, das ist im Grunde dieselbe Bewegung, nur in Bezug gebracht auf einen unterschiedlichen Kreis. Richtig. Das eine ist die Bewegung des Frühlingspunktes auf dem sibirischen Tierkreis und das andere ist die Bewegung des galaktischen Zentrums auf dem tropischen Tierkreis. Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Das hat eine gewisse, das hat eine gewisse Parallele. Ich glaube, das ist, was du meinst. Ne? Das ist ja. Darüber hat Bruno Huber ein schönes Heftchen geschrieben. Ja, ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben, vor vielen Jahren. Ja, und wenn man das anguckt, dann kann man eben diese Zeiträume besser differenzieren. Ne? Weil alleine mit dieser zeitalterlehre Funktion sind es eben nicht, das habe ich ja gestern schon mal gesagt, weil ja die siderischen Konstellationen unglaublich unterschiedliche Ausdehnungen und von uns aus gesehen sich ja auch überschneiden. Ja, deswegen kann man ja gar nicht klar definieren, jetzt beginnt das Wassermann-Zeitalter, sondern es gibt ja eine ganz lange Überschneidungsphase. Ich hab da zum Beispiel auch was auch veröffentlicht. Wenn wir jetzt nicht von Konstellationen ausgehen, sondern von dem siderischen Tierkreis, wie er es ursprünglich konzipiert war, als 30-Grad-Kreis mit den unterschiedlichen Einteilungen, die es auch hat, und dazu gehören auch die Erhöhungen der Planeten, dann kann man zum Beispiel erkennen, dass bei dem Übergang des Frühlingspunktes über die Erhöhungsgrade der Planeten große Religionen entstanden sind, über den Jupiter der Christentum, über die Venus der Islam. Und als dann der Übergang über Merkur war, war der Buchdruck und die ganze Renaissance, die da entstand. Das heißt, da gibt es, man kann da schon viel feiner gehen, ja, in dieser Struktur des Tierkreises und diesem Frühlingspunkt kann man durchaus, da glaube ich, gibt es noch ganz viel Luft nach oben, ja, an Differenzierung, die man da nehmen kann, wenn man jetzt den ideellen Tierkreis nimmt mit seinen geometrisch harmonikalen Strukturen. Und nicht jetzt diese Konstellationen, die tatsächlich, gut, da gibt es die Fixsterne, aber ansonsten viel diffuser sind. Sozusagen. Ja, aber das ist ja wieder ein Kunstgriff sozusagen. Also die Realität sind ja die Fixsternkonstellationen, die unterschiedliche Ausdehnungen haben. Das kommt darauf an, wie du Realität definierst. Ja, ja, klar. Wenn sie rein astronomisch ist, ja. Astronomisch gibt es ja keine Sternbilder. Die sind nur Zusammenfassungen. Ja, es gibt keinen Grund dafür. Das kann man dann immer weiter hinterfragen, natürlich. Aber eben erstmal diese beiden Ebenen. Und wenn ich eben den siderischen Tierkreis auch so tue, als wären das auch regelmäßige Abschnitte, dann ist das ja ein. Also da mache ich ja ein Konstrukt. Mhm. Also da ist wieder die Frage, wie weit beruhen die Dinge, die wir benutzen, tatsächlich auf astronomischen Zusammenhängen und wo konstruieren wir auch was draus oder wo verwenden wir andere, oder? Ja. Nein, ich meine, wir konstruieren, ja, wir haben davon gesprochen, wir konstruieren die ganze Zeit, wir konstruieren mit dem Tropischen genauso. Ich meine, es ist nicht weniger und nicht mehr ein Konstrukt, wenn man so will. Nur, nein, da finde ich eben schon, dass es das natürlich ist ein Konstrukt. Ob wir da zwölf Teile von da aus machen oder von da aus, das ist egal. Das sind alles Konstrukte. Erstmal, Moment, was ich meine ist, es sind Konstrukte, also. Ja, es ist ein Konstrukt, nur ist die Frage, was spiegelt das wider? Und da kommen wir zur Astronomie. An der Astronomie selbst können wir das ja irgendwie nicht erkennen, diese Struktur. Dann müssen wir uns fragen, wie kommt diese Struktur zustande? Und dann müssen wir antworten, denke ich, okay, diese Struktur, die wir da wahrnehmen, ist offenbar einer anderen Natur als die der tatsächlichen Fixsterne, die wir am Himmel sehen. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was kann das eigentlich für ein Phänomen sein, was wir da sozusagen wahrnehmen und in dieser Form strukturieren. Ja? Zum Beispiel gibt es ja in der Physik, wissen wir, Dinge, die wir nicht sehen, aber zum Beispiel Wirkkräfte oder magnetische Felder zum Beispiel, die durchaus eine sehr symmetrische Struktur haben. Wir sehen sie nicht, aber wir können sie, mit bestimmten Mitteln können wir sie sichtbar machen. Also könnte es doch sein, dass in der Astrologie wie etwas sichtbar gemacht worden ist oder etwas sozusagen modelliert worden ist, was einer Realität entspricht, die zum Beispiel mehr so einer Natur, also nicht mit den Fixsternen zu tun hat, sondern mit einer Art Feldmechanismus ist.
Feldsymmetrien sind und so weiter und so, also als Modell jetzt. Ja, ja. Es ist ja nicht so, dass wir da eine völlige Fiktion oder Konstruktion haben, sondern wir können uns ja schon fragen, was steckt eigentlich dahinter? Was ist das, was wir da wahrnehmen? Welche Natur hat das, was wir da wahrnehmen? Obwohl beim tropischen Tierkreis haben wir wirklich die Sonnenwende. Ja, ganz klar. Ja, das ist ja gar keine Frage. Was die Konstruktion ist, dass wir das in nochmal wieder zwei Teile teilen, also in 12. Ja. Genau. Und die Sonnenwenden und teilen das nochmal auf. Das ist Konstruktion. Ja, aber da hört es doch auf. Aber das ist ganz wichtig. Ja, aber das ist wichtig. Aber bei den Sternbildern haben wir erstmal Fixsterne überall. Und das ist die Zusammenfassung zu einem Sternbild. Das ist eine mystische und geschichtliche Sache, aber eigentlich keine astronomische oder auch keine natürliche Gegebenheit. Es ist eine astronomische, seit 1926 definitiv Paris. Ja, aber die Sterne sind astronomisch. Genau. Wir haben doch einen Austausch gerungen. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Wir haben einen Austausch gerungen, dass die untereinander von den gleichen Dingen sprechen und nicht der eine vom weißen Ross befriedigt des Großen. Das ist doch eine Vereinbarung. Das ist Vereinbarung von Gestalten, aber es ist nicht so, dass die durch irgendein natürliches Phänomen zusammenhängen. Nein, genau. Man kann das auch historisch illustrieren, indem man nämlich zum Beispiel die babylonischen Sternbilder anschaut, soweit man sie kennt. Die sahen nämlich deutlich anders aus als die man heute kennt. Andere Völker, die Chinesen zum Beispiel, haben wieder andere Sternbilder. Die Inder, die haben nur die Nakshatras, die haben unsere Sternbilder nicht gekannt. Die haben sie erst über die haben sie noch nicht mal über die Griechen kennengelernt. Die haben nur die Tierkreiszeichen kennengelernt. Das ist also bei allen Völkern verschieden. Und das beweist auch, dass eben diese Sternbilder keine reale Einheiten sind. Also diese Sterne sind willkürlich assoziiert miteinander. Und sie sind ja nicht mal astronomisch in Verbindung miteinander. Die sind entweder unheimlich weit weg oder wieder näher. Die haben nichts miteinander zu tun. Zum Beispiel die Jungfrau, die ging hoch bis zur Berenice mit den 12 Dings um ihren Kopf, ne? Weil die ist hoch und ins Polarzentrum. Ja, aber die Sternbild Jungfrau ging hoch. Da hat eigentlich mal jemand das Buch von Papke gelesen. Ja, ja. Ja? Oh, das der ist Buch von Papke, die Sterne von Babylon. Ja, genau. Der hat also versucht, diese Sternbilder, wie sie in dem berühmten astronomischen Kompendium Mulabin genannt sind, zu rekonstruieren, aufgrund auch von Darstellungen in Artefakten, ausgegrabenen Artefakten. Und das finde ich sehr gut, auch wenn Papke in der Assyriologie praktisch null Feedback kriegt. Aber Kovlev hat sogar ein Programm dafür geschrieben. Also Kovlev hat anhand der ungarischen Mathematiker, Kovlev hat ein Programm geschrieben, mit dem man heute die wahrscheinlichen Beobachtungen, er hat das also umgerechnet aus der damaligen Zeit, mit den Ephemeriden der damaligen Zeit, die Sterne Babylons sichtbar werden auf Papier zweidimensional. Mit einem Ptolemäus-Ansatz, mit unterschiedlichen Ansätzen der damals Zeithistorien, Astrologen. Rumen Kovlev. Ja. So, darf ich nochmal fragen, wie heißt der? Rumen Kovlev. Ah, der Kovlev, ja, ja. Kovlev, ja. Naja, sorry. Was habe ich gesagt? Kopfleff oder so. Naja, gut. Sonntagmittag, 11:30 ist auch immer. Wir haben noch 5 Minuten Diskussionszeit. Ja. Ich kann noch ein anderer Aspekt, der mir in Markus Podcast noch aufgefallen ist. Und zwar ging es da um so eine Art Verschränkung, ne, auf der physikalischen Grundlage irgendwie, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht direkt ein kausaler Zusammenhang, sondern es gibt etwas, was dort ist, also ein Phänomen, dass eben zeitgleich irgendwas passiert, was eben in der Physik sozusagen erkannt worden ist. Aber von, sagen wir mal, Gegnern, die versuchen, den Esoterikern sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen, wird ja gesagt, ja, okay, das ist schon so, aber es hebt sich auch alles wieder auf großen Skalen. Ja.
es muss ja, man könnte auch argumentieren, es muss ja nicht genau diese Verschränkung von Elementarteilchen hinter der astrologischen Korrespondenz stehen, sondern es könnte etwas Analoges auf psychischer oder auf kosmopsychischer Ebene sein. Es gibt ja auch, es gibt einen Physiker und Mathematiker, Henry Stapp, der hat versucht, paranormale Phänomene mit Hilfe der Quantenphysik zu erklären. Ich weiß nicht, ob die dir bekannt ist. Also der bringt das beides zusammen. Aber das ist, also ich stelle fest, wir machen da alle eifrig mit bei diesen Spekulationen über den Wirkmechanismus, obwohl wir wissen, dass es eigentlich alles Spekulation ist. Aber wir können offenbar nicht ohne leben oder wollen es nicht. Oder ja, vielleicht können wir ohne Gott nicht leben. Ich nehme so die allgemeine Einstellung wahr, dass doch diese Idee eines Weltgeistes oder einer Weltseele Ihnen allen einleuchtet, auch maßgeblichen Astrologen heute, ich habe sie erwähnt, Robert Handley, Screen, André Babo und so weiter. Also ich denke, wir schließen hier. Ich bedanke mich für die intensiven, interessanten, vielfältigen Diskussionen. Und es ist zugleich jetzt auch der Schluss dieser Veranstaltung. Es hat mich sehr gefreut, wie das Ganze abgelaufen ist, die regelhafte Teilnahme auch sehr kollegial. Und ja, das war wirklich eine Bereicherung. Ja. Wir werden schauen im VDA, wann wir eine weitere Art, in dieser Art, so eine Veranstaltung durchführen können. Ich denke, diese Themen, die wir jetzt heute und gestern diskutiert haben, die wären auch noch, die könnte man auch in größeren Rahmen präsentieren. Das ist mir sicher auch gekommen, also auch vom Resonanz, das ich auch schon hatte in Vorträgen auch beim Astro-Club und all das. Es ist dann vielleicht nicht, es war ziemlich high-level hier manchmal zu vielen Zeiten, aber diese Themen, die interessieren sicher auch viele andere Leute auch noch. Mal schauen, wie wir das weitertragen können. Ja, dann Danksagung. Ich will Heidi noch etwas Kleines überreichen aus der Schweiz. Okay. Ja. Ah, die Schokolade. Weil ihre Arbeit hier vor Ort wäre das nicht möglich gewesen und ja, es hat Spaß gemacht, mit dir zusammen zu arbeiten. Ja, ja und auch an dich. Ne? Vielen Dank, dass ja. du da warst. Ja, danke. Erstmal, dass du die Initiative ergriffen hast. Gut.